gut, also wir sind wieder live. Wir haben wirklich Probleme mit der Internetverbindung. Ja, aber die Leute sind ja geduldig. Viel kann man ja nicht machen heute, von dem her ist es sicher spannend und bleibt es spannend. Wir haben verschiedene Fragen bekommen. Du warst ja in der MotoGP. Und jetzt kamen verschiedene Fragen auf, ob du wieder in die MotoGP gehen würdest, wenn ein geeignetes Team kommen würde und dir dieses Angebot machen würde. Oder sagst du, nein, eigentlich fühlst du dich in der Moto2 zu Hause. Dort bist du ja auch schon sehr lange vorne dabei. Wie sind deine Gedanken zu diesem Thema? Ja, ganz klar vorneweg muss ich das sagen, jünger werde ich natürlich auch nicht. Das ist mir auch bewusst, logisch. Realistisch müssen wir auch sein, das wird wahrscheinlich schwierig, dass da irgendwie noch so ein Angebot kommt. Ich will nicht negativ klingen, aber einfach realistisch sein, logisch. Wenn ein riesen Angebot kommt, was ich wirklich nicht ausschlagen kann mit MotoGP und weiß ich was, dann klar, würde ich mir das anschauen. Also ganz dumm bin ich auch nicht. Aber ich fühle mich wirklich wohl in der Moto2-Klasse. Ich glaube, das ist wirklich, hat sich so ein bisschen zu meiner Klasse entwickelt. Es ist eine sehr harte Klasse, es ist schwierig, da wirklich die Konstanz auch zu haben, weil halt wirklich die Motoren sind einheitlich, man kann nicht so viel technisch machen, sind da recht eingeschränkt und das ist halt immer so eine Detailarbeit, die da wirklich funktionieren muss. Und ich glaube, dass das eigentlich etwas für mich ist. Ich bin so eher der detailhafte Typ, ich schaue eigentlich so ein bisschen auf das und deshalb fühle ich mich da eigentlich auch wohl. Gute Zusammenarbeit mit dem Team zu machen, das ist eigentlich das A und O. Und ich fühle nicht, dass ich jetzt irgendwie was unbedingt in MotoGP-Klasse aufsteigen muss, nochmal, dass ich da noch was erledigen sollte, das fühle ich nicht so. Also ich bin eigentlich wohl zurzeit in der Moto2, aber man weiß nie, was kommt. Und es ist auch noch eine Frage gekommen, woran es gehapert hat am Schluss in der MotoGP? War es das Team, das Motorrad? Du und das Motorrad, wo einfach nicht eins waren. Also es muss ja auch vieles passen, dass man da ja wirklich auch vorne dabei ist. Ja, was sind so absolut. Die Hintergründe zu dem? Es ging alles zusammen, ging schief. Also es war wirklich schade. Es hat ganz, ganz, wenn ich ganz vorne anfange, war es so, dass ich in der Saison 2017 im Oktober in Malaysia habe ich mir den Fuß gebrochen. Und das hat dann leider die Testfahrt im November noch für die neue Saison, das erste Mal auf dem MotoGP-Bike, habe ich dann schon verpasst. Und so bin ich schon ein bisschen in den Rückstand gekommen mit der ganzen Testarbeit. Ich habe damals gedacht, okay, das verpasse ich jetzt, aber nachher mit guten Testrunden, guten Tests kann ich das noch aufholen. Und dem war nicht so. Wir haben dann zwar die normalen Tests gehabt, ab Februar war das dann, ging es los in Übersee. Und danach, leider sehr früh schon, gingen wirklich große Probleme, also politische Probleme im Team dann, gingen los. Und da ging es um Geld und hin und her, Teammanager und Teambesitzer und so weiter. Und dann ist der Sport eigentlich immer weiter in den Hintergrund gerückt. Und das war nicht mehr das Wichtigste. Es ging dann wirklich um, haben die Mechaniker noch einen Job, haben die Fahrer noch einen Job. Es waren wirklich schlussendlich nicht mehr der Sport, der da ganz vorne stand und um den es ging. Und das war natürlich dann unmöglich, eine akzeptable Leistung zu erbringen. Vor allem war es schon eine schwierige Aufgabe damals mit diesem Motorrad, wo ich drauf saß. Das war schon eigentlich eine Herkulesaufgabe, das war mir aber bewusst. Aber mit einem guten Team und Top-Unterstützung wäre es möglich gewesen, diesen Schritt zu schaffen. Aber da das ganze Team sozusagen zusammengefallen ist, stand ich wie alleine da. Und alleine ist diese Aufgabe unmöglich zu meistern. Und deshalb war es dann einfach ein Durchhalten, durchbeißen die Saison und möglichst viel mitnehmen. Und dann war schon wirklich der Fokus sehr früh auf das nächste Jahr wieder, auf die Moto2. Ja, aber es ist ja schön, dass es dann auch wieder geklappt hat, eigentlich zurückzugehen. Und ja, bist ja dann auch wieder, eigentlich konntest du dort anknüpfen, wo du auch... Genau. Vorher das Ganze beendet hast. Und ich glaube, ja, das ist eine Erleichterung wahrscheinlich. Ja, es war wirklich es war schwierig, das auch im Kopf irgendwo einzuordnen. Also ich musste das wirklich verarbeiten. Diese Saison 2018, das war eine schlimme Saison. Also das war wirklich ohne Erfolg. Ja, wahrscheinlich. Eben auch, wenn man nicht schaut, von wo du kommst, oder? Wahrscheinlich
So, ja, ich der schon schwarze Teil oder in genau, der Karriere. Genau, absolut, das sind schwarze Flecken. Und, ja, es ist trotzdem, ich habe sehr viel gelernt in dieser Saison, nicht fahrerisch, ganz klar nicht, aber in Sachen Organisation und Management ringsherum mit Team und Arbeit habe ich sehr viel gelernt und das konnte ich dann auch mitnehmen in die Vorbereitung in die Moto2, in die neue Moto2-Ära. Wir haben noch eine Frage von Marc. Auf welchen Rennstrecken du privat trainierst und mit welchem Motorrad in Bezug auf die DB-Limits, die es gibt. Gibt es überhaupt, dass du privat trainierst oder ist alles einfach mit dem Team gemeinsam? Meistens mit dem Team. Ich mache ein paar Trainings mache ich privat auch, auf privater Basis. Da bin ich einfach mit einem umgebauten Straßenmotorrad auf Rennstrecken unterwegs. Und arbeite da vor allem mit meinem Riding Coach zusammen, aber das ist meistens in Spanien. Mhm. Und da weiß ich eigentlich nichts wegen DB, wegen Limits, zum Glück. Okay. Und sonst in der Schweiz, da bin ich halt mal mit dem Crossbike unterwegs zum Training. Und sonst eigentlich dann wirklich ist alles vor allem auf die Rennen fokussiert mit der Moto2. Okay. Gut, in dem Fall vielen Dank für den Moment. Kommen wir nachher kommen sicher noch ein paar Fragen, alles aber klar. Dann würden wir. Dankeschön. Würde ich zu Horst übergeben? Ja, und wir holen den nächsten rein. Hast du schon alles unterschrieben, Dom? Ich glaube, ja, vielleicht. Ich schaue nochmal. Robin! Ja? Ja, du hast nichts zum Tun. Komm bitte. Und. Robin, jetzt kommt die spannende Frage. Vor der du so Angst hast. Oh, was? Ja, erzähl den lustigen Moment in deiner Rennfahrerkarriere. Ah. Es muss doch irgendwo einmal einen richtig lustigen Moment gegeben haben, oder? Ich habe diese Geschichte, wenn ich war in. Ist live jetzt? Ja, ist live. Okay. Diese lustige Geschichte, wenn ich war in Moto 2 mit Tom und ich bin in unsere Anziehenkabine vor FP2 gegangen und er war alles in Frau mit langen Haare Kostüm. Nein, das ist ein Witz. Das ist nicht. C'est pas vrai. Wie sagt man, c'est pas vrai? Ist nicht. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Nein, eine lustige Sache. Das war in 2011 in Yamaha 6 Dunlop Cup in Hockenheim Ring, Finale. Das war ein perfektes Wochenende. Wir hatten die freies Training, erste freies Training, erste gemacht, ich war erste. Zweite Training, ich war auch die schnellste. Qualifikation, Pole Position. Und am Sonntag, Rennen war nass. Und also ich starte auf die Pole Position, erste Runde, ich war noch erste. Zweite Runde noch erste, dritte Runde noch erste. Und zweite Kurve. Bin ich in die Kurve gegangen, ich habe gebremst und bin ich gestürzt. Und ja, ich bin. Meine R6 war kaputt. Und ja, schade, diese Wochenende war so perfekt. Und ja, ich war. Schlagen wir, weißt du? Und ich bin in Paddock gegangen, wieder in Paddock gegangen und. Schade und so. Und alle Leute waren zu mir suchen. Was passiert? Wo bist du? Wo bist du? Und zum Glück, in dieser Runde, ich bin gestürzt, in die siebte Runde, in Sachs-Kurve oder so, das ist die elfte Kurve, jemand ist auch gestürzt und die muss die rote Flagge nehmen. Also, Rennen war abgesagt und zum Glück, die nehmen die Runde von vorher. Yeah. Und ich habe gewonnen. Also wow. Ich war so traurig im Paddock und alle Leute so mir, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Also das war ein Up and Down, weißt du? Ja, ja, wie Achterbahn. So schöne Momente. Also ja, das war ein cooles. Das ist eigentlich der lustigste Moment, war auch ein sehr schöner Moment, ja. Schlussendlich. Ja. Außer die R6, wo kaputt leider war. Ja. Genau, aber das hatte das Team zum Glück ja noch nicht gesehen, oder? Ja, also in diesem Moment, das Team war ich und eine Freund, wir Aha, waren okay. Zwei, also ich musste reparieren die Motorrad. Okay, super. Wir hatten vorher die Frage schon mal, aber ich finde es wirklich eine spannende Frage, wie oft ihr euch verletzt habt und wie ihr damit umgegangen seid, also hattest du
auch Verletzungen, schlimme Stürze, wo du dann zuerst wieder dich erholen musstest, oder warst du ein bisschen verschont von dem? Also zum Glück, ich hatte nicht so viele schlechte verletzt. Ich hatte schon die hier kaputt gemacht. Handgelenk? Ja, bei den Fuß kaputt gemacht. Aber das war klein. Die schlimmste Sache war meine Schulter. Dislokiert meine Schulter. Ich hatte das einmal in Supermoto trainieren. Und nachher, es ist vielleicht wieder 30 Mal rausgegangen. Und am Anfang, es war schwierig, weil ich konnte nicht selber reinmachen, meine Schulter. Es war immer raus und ich musste immer ins Spital und zu Morphin und dass die Arzt macht wieder meine Schulter rein. Und nachher habe ich die Technik. Ich musste klack machen, wie in die Die Hard Movie, Bruce Willis, klack. Und es läuft, aber das war die schlimmste. Und jetzt wie Domi, er hat gleich, oh, der macht Marquez eine große Scar, wie sagst du? Narbe. Ja, hier, wie ein Robo. Aber das war zum Glück die schlimmste für mich. Ja, ich. Okay. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Und, also ich habe vielmal meinen Kopf auf dem Boden gemacht. Jetzt ich sehe, dass es fällt ein paar dort in meinen Kopf. Ja. Wir haben so über die Frage bekommen, vielleicht passt es ja zum Thema, ob du gerne mal die Isle of Man fahren würdest. Wow. So wegen den Hirnzellen, das, die nicht mehr hast. Jeden Jahr, ich sage, oh, sie ist zu dumm, ey. Dieser Mann hat kein, er hat auch vielmal seinen Kopf auf den Boden gemacht, weißt du? Weil, das ist unglaublich. Auch seine letzte Video, weißt du, er geht raus, seine Kurve und voll auf dem Gras. Ey. Nein, nein. Ich habe schon gedacht, vielleicht einmal Macau, aber ja, ist nein, nicht möglich. Zu mir, ich denke, ist zu gefährlich. Du spielst mit deinem Leben, aber ich habe viel Respekt für diese Fahrer, das fährt. Ich glaube, gefährlich ist es nur, wenn du mitfährst. Ja, ja, ich möchte dich gerne in Macau sehen, weil normal, du streifst ja fast mit dem Helm am Boden, oder? Das ist extrem hanging off. Und ich denke, das wirst du dir dort sehr abgewöhnen, weil sonst hast du nämlich nur einen halben Meter Fahrbahn. Also ja, viel Respekt für diese Frau, wie auch schon, die hat sicher große Haie. Ist so die Langstreckenweltmeisterschaft, ist das so jetzt dein Zuhause, wo du dich wohlfühlst, oder hast du noch andere Ziele, andere Meisterschaften, die du gerne fahren würdest? Also ich denke, jetzt ist mein Zuhause. Ich habe ein schönes Team. Wir sind letztes Jahr Superstock Weltmeister. Wo ist dein Pokal? Ja, wo ist er? Also zu meinem Team in Frankreich. Ah, wieder zurück. Okay. Ja, ist geschlossen. Aber zu Hause, ich habe meine Medaille von Weltmeister. Ja. Und das war meine größte. Wie sagst du? Resultat? Oder? Ja, der größte Erfolg, oder? Und ja, ich denke, Honduras Weltmeisterschaft ist super jetzt. Und ist auch ein bisschen die Retraite, wie sagst du, nach deinem Leben, weißt du, du gehst dort, nach meinem Racing-Leben, ich gehe in nach deiner Karriere. Honduras Weltmeisterschaft, ja, und ist super gut. Und ich habe wirklich ein gutes Team. Meine Teammates sind super toll, wir haben eine schöne Ambiance und schöne Kameraderie. Das ist jetzt wie eine Familie und ich denke auch, jetzt ist es schwierig mit Budget und so. Und wir sehen mit Coronavirus oder so, das wird ein bisschen schwierig sein für die Future mit Budget und Sponsor. Also Endurance ist super cool. Okay. Schön. Ja, und eben mit dem Job hier kann man es ja wahrscheinlich auch gut vereinbaren. Ich bin auch jetzt. Also Future wäre vielleicht Coach. Ja. Zu machen oder werden, ja. Weil ich bin schon mit Yamaha Rally Akademie Coach dort, mit Horst und Marvin Fritz und so, und das ist super toll. Ich habe viel Spaß dort zum Lernen zu unseren Customer und ja, ich habe viel Spaß dort zum Lernen, geben meine... Dein Wissen weitergeben. Ja. Okay. Das ist cool. Cool, in dem Fall. Vielen Dank für den Moment. Merci. Dann Domi ist gleich hier draußen. Domi. Er ist fleißig die Poster am Unterschreiben, die ihr ja gewinnen könnt.
Deshalb unbedingt mitmachen, eine einmalige Gelegenheit, all die Fahrer zusammen auf einem Poster zu haben. Ich habe schon fast alle unterschrieben. Ja, super. Sehr gut. Also, wir haben so noch die dritte offizielle Frage. Der witzigste Moment in deiner Karriere? Ja, ich habe lange darüber nachgedacht. Irgendwie war das, ich glaube, für alle eine schwierige Frage. Aber ja, es ist mir eigentlich viel Lustiges in den Sinn gekommen. Aber viele Sachen sind passiert, wo man halt so unter Fahrerkollegen oder unter Team ein bisschen halten sollte, wo vielleicht nicht ganz in die Öffentlichkeit sollte treten. Aber eigentlich eins von meinen lustigsten Sachen war eigentlich, wo ich das erste Podium gehabt habe, habe ich mir meine langen Haare abgeschnitten. Und das war so ein Deal mit meinen Freunden, meinem Vater. Und ich habe dann 3 Jahre lang meine Haare wachsen lassen, bis ich auf mein erstes Podium gefahren bin. Und ja, bis dahin waren die Haare etwas so lang. Hast du das auf dem Podium rasiert oder dann nachher in der Box? Nein, gleich im Parkfernsehen. Ah, mit dem Rasierer schon bereitgestanden. Ja, Rasierer und Schere. Und die haben wir dann da abgeschnitten. Und die andere Sache war eigentlich mit meinem Papa das Gleiche. Der hat so einen riesen Schnauz. Und das haben wir vom Motocross her, wenn man das erste Mal gewinnt, dass man am Papa den Schnauz abhauen kann. Und das habe ich dann 2014, wo ich meinen ersten Sieg in der Moto 2 am Sachsring gehabt habe, habe ich im Hospitality ihm den Bart abgeschnitten. Okay. Und das waren so ein bisschen offizielle, lustige Sachen. Ja, das war ja dann sicher auch sehr ein schöner Moment und eigentlich schön, dann kurze Haare zu haben, oder? Weil du weißt, ein Ziel erreicht. Wir haben noch verschiedene Fragen. Bekommen. Die eine natürlich, die alle brennend interessiert, wann es bei euch wieder losgeht. Also wisst ihr da etwas, wann ihr wieder auf einer Rennstrecke überhaupt fahren könnt? Wie es auch mit den Rennen aussieht, ist da etwas kommuniziert? Ja, bei uns ist es am 16. August ist eigentlich das nächste Rennen vorgesehen in Spielberg in Österreich. Mhm. Und ich hoffe natürlich, da das erste Rennen fahren zu können. Mit dem MotoGP haben sie jetzt schon im Juli in Jerez was geplant. Und ja, wir müssen einfach warten und schauen, was die verschiedenen Länder sagen, ob wir wieder einreisen dürfen oder ausreisen dürfen, so gesagt. Mhm. Und die Sachen, wo wir halt von Gesetz her einhalten müssen, ob wir das so auch können. Okay. Wir haben noch Grüße bekommen von einem offiziellen Fanclub oder Official Fan Support von Jesse Dobby. Okay. Kennst du wahrscheinlich. Hallo, liebe Grüße auf Deutschland. Genau, sind alle auch am Zuschauen. Da ist noch eine Frage reingekommen von Max Power. Was ist das Schwierigste am Rennfahrer sein? Gibt es etwas, wo man irgendwie vielleicht im Leben auch auf gewisse Sachen verzichten muss oder sonst etwas, wo du sagst, okay, das ist vielleicht die Kehrseite vom Ganzen, weil sonst denkt man ja, Traumberuf oder die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, wie eigentlich viele Leute denken, Profi zu sein ist sehr etwas Schönes. Also klar ist es schön, aber man muss natürlich sehr viel Zeit investieren, man muss viel riskieren, man muss viel trainieren, man muss auch ein bisschen Glück haben, in die richtigen Teams zu kommen. Aber das, denke ich, ist bei jedem Profisportler so. Was das Schwierigste oder Einfachste ist, man muss einfach schnell sein, das ist sicher wichtig. Und ja, wenn man natürlich schnell sein kann und die Geschwindigkeit halten kann, ist das sicher wichtig. Aber was soll ich sagen? Etwa so. So etwa das. Okay. Nein, es ist, ich glaube, alle sind wieder froh, wenn es
ja, losgeht mit Rennen fahren. Aber auf jeden Fall toll, dass wir alle heute zusammengekommen sind, auch wenn wir alle die Abstandsregeln einhalten müssen, aber sicher auch für die Fans cool, ja, dass sie wieder mal von euch hören. Gut, jetzt gebe ich zu Horst weiter. Der Tommy hat uns noch was mitgebracht, nämlich seinen ersten Lederkombi, oder? Und kannst du den reinholen und uns kurz vorführen? Und mein aktueller Helm ist auch dabei. Ja, den müssen wir gerade noch abfilmen. Aber hier ist mein erstes Lederkombi, wo ich dann 2002 gefahren bin. Und es hat etwas Spezielles. Ich habe gedacht, ich nehme das mit. Es ist ein X-Kombi. Und dieses Kombi kann man hier noch ganz klein lesen, wo gestickt war Tom drauf. Also mein erstes Kombi ist von Tom Lütti und ja, das habe ich immer noch aufbewahrt und das ist sicher etwas sehr Baumann. Schönes. Baumann Racing, oder wie? Ja, da war vielleicht auch mal Baumann Racing drauf. Ja, aber es ist natürlich ein wertvolles Kombi und etwas Lustiges, weil wir jetzt beide bei EXS auch dabei sind. Hey, super. Danke vielmals. Jetzt filmen wir dann noch den Helm noch ab und ich werde auch den Kombi noch näher abfilmen. Ja, bitte häng's doch auf. Gerade so, dass man die Schürfstellen gut sieht. So, der nächste muss rein. Wer fehlt uns noch? Der Chris, oder? Der Chris hat eigentlich nur lustige Sachen erzählt. Chris, komm doch bitte. Und überleg dir am Weg was Lustiges. Und du musst. Ja, genau, das ist was Lustiges. Ich kann zum Beispiel Liegestütze machen auf einer Hand und er fährt mit dem Willi drumherum. Ich drum, weißt du? Noch nicht. Okay. Über die Finger. Über die Finger, ja. Der Willi ist gar nicht da. Wollt ihr noch einen Trick sehen, Leute? Oder meinst du Willi Lauterbach? Nein, komm, rein. Nein, okay. So. Einen Trick sehen wir dann auch noch. Unbedingt müssen wir noch einen Trick sehen. Hey, nein, mach das nicht da. Also, ich würde sagen, bis er sich beruhigt hat, da machen wir noch eine kurze Ankündigung. Ab 11. sind ja alle Läden. Ab 11. Mai sind ja alle Hostetler Moto AG Verkaufsläden wieder offen und das mal auch über den Mittag. Also ihr könnt rund um die Uhr von in der Früh bis am Abend, ihr könnt in eurer Mittagspause hingehen. Alle Hostetler Moto AG Läden sind ab 11. Mai durchgehend geöffnet. Also nicht 24 Stunden, aber von morgens bis abends. Ja, dann Chris, auch noch für dich die letzte offizielle Frage. Der witzigste Moment deiner Karriere? Ja, das kann ich mir vorstellen. Was war denn so witzig in meiner Karriere? Also für mich war es witzig, für denjenigen, denen es passiert ist, war es nicht so witzig. Das war auch mein Durchbruch in der Showbranche. Da hatte ich, ihr müsst euch vorstellen, die Vorgeschichte ist die, ich habe ja Kinderkrankenpfleger gelernt. Als Kinderkrankenpfleger hat man verschiedene Stationen durchgemacht und eine Station ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das mache ich heute noch, ich bin 30% noch angestellt, bei Basel ist das und trainiere die Kinder, die psychisch krank sind, mit BMX-Radfahren, so eine Art BMX-Therapie. Und mit dieser neuwertigen Therapieform, die auch anerkannt ist, war ich bei Stern TV gewesen, bei Günther Jauch damals noch. Und der Herr Jauch hat gefragt, ja Chris, kannst du mir so einen Trick noch beibringen, oder eins, zwei, sogar. Habe ich dann Tricks gezeigt und gesagt, ich würde Ihnen gerne helfen, nicht, dass Ihnen noch was passiert, nicht, dass Ihre Frau mich noch verklagt. Und dann hat er den Trick probiert, hat nicht auf mich gehört und dann hat er so gestürzt, dass er auf die Seite geflogen ist, auf den Lenker drauf und hat sich dann halt die Rippe gebrochen. Ne? Ja, und das Witzige ist, am nächsten Tag war ich halt in der Bild-Zeitung drin und es hat dann, in ganz Deutschland ist es bekannt geworden, dann bin ich halt dadurch zum Supertrend gekommen, zu Galileo, zu N24, Wetten, das, ich war überall gelesen, in Holland auch und dann bin ich halt wirklich, ja, da habe ich meinen Bekanntheitsgrad erreicht und so bin ich in die Showbranche reingekommen. Das finde ich schon irgendwie witzig. Ja. Und da verdiene ich mein Geld halt damit und meine Familie an, ja. Ja, das ist diese Shows, wisst ihr? Ja, das ist toll. Hast du in der Schweiz auch noch Shows geplant in diesem Jahr? Ja. Oder hättest du? Ich hätte definitiv einige Shows gehabt. Ich hätte sogar eine Show gehabt mit dem Musiker Billy Idol für Bayer 1.
Und bei der Contra und auch hier in der Schweiz hat die verschiedene Events gehabt, wie zum Beispiel das Zugsportsfestival am Zuger See, auch vielleicht wieder am Mobilitätstag und auch viele Shows mit dem Team hier von IXS, aber leider durch die Corona-Zeit jetzt wurde alles gecancelt und jetzt muss man anderweitig Projekte finden, die auch Anklang finden als Künstler. Ja. Du hast ja vorher erzählt, du machst sehr viel auf TikTok. Ja. Ist das die neue Plattform, wo jetzt definitiv für dich funktioniert? Auf jeden Fall. Ja. Also die funktioniert nicht nur für mich, sondern für alle Künstler, Performer, für Musikstars. Die funktioniert so weit, dass man wirklich jeden Tag Videos machen muss, auch eigene Ideen, eigenen Flavor reinbringen muss und eigene Persönlichkeit. Weil man kann natürlich auch Trends nachmachen, aber viele haben nicht die Chance, viele Follower zu bekommen, weil man muss wirklich was Eigenes machen. Es gibt auch eigene Stars dort, die bei Instagram nicht bekannt sind oder im Fernsehen. Und das ist halt schon lustig, dass auch jetzt gerade in dieser Zeit alle angemeldet sind. Der DJ Bobo hat sich angemeldet, das heißt was. Ja? Und das ist wirklich ein Medium, wo ich auch Geld verdiene schon. Und wo ich sehr viele neue Fans kreiere, um meinen Sport, meine Passion, BMX Flatland, zu zeigen. Okay. Und jetzt in der X-Family, da bist du ja doch um viele Motorradfahrer umgeben. Würde sich auch mal reizen, Motorrad zu fahren? Oder ist das? Also alles, was mit zwei Rädern hat, das fasziniert mich. Okay. Und ihr müsst euch ja vorstellen, wie gesagt, was ich schon erzählt hatte, das BMX-Radfahren kommt ja von Bicycle Motocross. Und damals haben ja die Kids in Amerika in den 80er Jahren dem Motorradfahren das nachgeeifert. Ja, so sind ja die BMX-Räder entstanden. Mhm. Und heute tun sich die Stuntfahrer teilweise von den BMX-Fahrern die Tricks abschauen. Also ein Geben, ein Nehmen. Und deshalb passt das sehr gut zusammen. Okay, cool. Da ist noch eine Frage reingekommen, ob du den Didier Grams kennst. Wie? Den Didier Grams, das ist auch ein Motorradrennfahrer. Du ihn kennst, vielleicht kommt ihr von derselben Ecke, das weiß ich nicht. Das kann vielleicht sein. Ich habe den Namen, also ich kann mir Gesichter gut merken, ja, aber keinen Namen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Nein, ich denke mal nicht. Ja, er ist offen mal mit und er ist ja auch jetzt so die IRRC, also so ein bisschen Road Racing macht er ja auch und er war auch in Macau und eben Horst und ihr. Ja. Sie kennen sich sehr gut. Neu, aber eben ich dachte, so die vielleicht. Szene und so, ja. Auf jeden Fall. Müssen wir mal auf Instagram oder TikTok schicken, den Typen, und dann ziehen wir den mal rein. Ein Sachse wurde soeben noch präzisiert. Ach, ein Sachse. Okay. Ja. Ich bin auch. Bist du auch von Sachsen? Nee, Sachsen-Anhalt. Okay. Das ist zwischen, also bei Bitterfeld, zwischen Leipzig und Berlin wohne ich. Okay. Ja. Alles klar. Ich habe alle zwei Städte genossen, Leipzig und auch Berlin. Ja. Okay. Cool. Nein, dann haben wir es für den Moment. Horst. Möchtest du noch übernehmen? Ja, schmeiß die Arme hin. Ja. Danke. So. Dann wollen wir mal fragen. Dann bis nachher. Bis nachher. Ja, mehr oder weniger sind wir jetzt fertig, oder? Ich setze mich da auf den heißen Stuhl, weil da bin ich in der Kamera, habe ein Mikrofon. Ihr glaubt das nicht. Ein defektes Ladekabel ist die Kamera ausgefallen, wo mein Mikro dran hängt. Man lernt nie aus, es ist unglaublich, unglaublich. Ich will keinen Namen sagen, aber der Esi hat es gebracht, das Kabel. Aber ja. Wir haben also sehr viele, sehr positive Kommentare. Also trotz den Ausfällen, glaube ich, war es super spannend, auch Fragen direkt zu stellen. Und ja, ich glaube, wir können wahrscheinlich auch noch langsam weitermachen. Aber ja, die Sonne geht langsam unter. Ich glaube auch. Ich werde jetzt die Kamera da abnehmen und dann kann ich die nämlich mitnehmen und habe einen Ton und ein Bild. Also, dreifaches Backup gemacht, erstmal mit Kameras und Ton. Also, wir können nachher da das andere Mikrofon von der Iris abschalten, dann haben wir auch kein Echo mehr. Also, das mache ich jetzt. Jetzt schauen wir da mal her, auf den Regiestuhl. Der hat nämlich auch kein leichtes Leben da. Ihr seht da wird alles übertragen an die verschiedenen Sender. Da kommt alles zusammen, alle Bilder, alle Kameras. Da, da habe ich nicht einkauft. Da haben wir die ganzen Tonquellen, die verschiedenen. Und die müssen wir natürlich jetzt da rausschalten. Wir schalten jetzt die Iris weg, damit wir keinen doppelten Ton haben. Und jetzt werden wir sehen, wenn sie jetzt auch noch was überschlägt, dann... Oder ein Hall ist oder Echo, dann glaube ich es, weil dann habe ich keine Antwort mehr drauf. Könnt ihr euch nicht vorstellen, die Telefone waren synchronisiert und haben sie einmal, wie das letzte Mal das Internet ausgefallen ist,
entsynchronisiert. Also, schauen wir mal raus. Ja, ich glaube, Unterschriften, Digga. Was ich meine? Die Jungs sind am Unterschreiben. Bitte schaut, dass ihr alles unterschrieben habt. Machen wir. Die Kapper. Matt, did you sign everything? Ja. Yes? Schon fertig? Nein, nicht möglich. Ja, er unterschreibt so schnell, wie er trinkt. Buttermilch, nur Buttermilch. Oh, was ist denn da abgestürzt? Ein Emil Latte? Nein, Latte ist so. Ich wollte es nicht sagen, aber ich habe nicht anders können. Es ist einfach rausgerutscht. Ich habe es nicht anders können. Ihr seht, die Stimmung ist am Höhepunkt und da ist ohne Alkohol. Man kann auch nüchtern lustig sein. Und ja, ich glaube, wir werden uns mit dem langsam da verabschieden. Robin, sagst du noch was? Hast du noch einen Abschlusssatz? Wow, also, gehen wir Apero oder was? Matt, thank you very much. Thank you, hope you enjoyed the life. For us it was pretty cool. We are all good friends and that was pretty cool to see and speak each other. And see you next time at the track. Yeah, and nobody broke a leg. Nobody broke something, huh? Oh, yeah, nobody broke something. Nicht einmal der Chris, nicht einmal der verrückte Chris. Wahnsinn. Warum, hast du noch was zum Sagen? Alles gut, danke schön fürs Zuschauen. Ich muss die Verwandten grüßen. Alle, die mich kennen. Hallo. Dankeschön. Ja, ich sage auch schönen Abend, vielen Dank. Natürlich EXS Family, dass wir hier den neuen Truck sehen durften, den ein bisschen benutzen durften. Und ich freue mich natürlich, euch irgendwo bald wieder auf der Rennstrecke zu sehen und Gas zu geben. Dankeschön. Ciao. Chris, hast du deinen Abschlusssatz schon gesagt? Ja, ich habe noch einen. Die Harten kommen in den Garten, aber die Härteren bekommt immer die Gärtnerin. Auf jeden Fall euch nur das Beste der Welt. Bleibt gesund. Und ich freue mich natürlich, dass ich in so einem geilen Team bin. XS for Life. Komm, jetzt mach noch einen Trick. Ja, zum Abschluss. Gerne. Es geht nicht anders. Du musst. Also, noch einmal. Noch einmal Vollgas. Sie nennen ihn den Charlie Chaplin Deutschlands. Was für ein Ding? Ja, zum Glück hat er nicht den gleichen Part. Ich bin Star-Lord, Mann, Alter, von Guardians of the Galaxy. Was geht denn bei euch, Mann? Aha. Okay, pass auf. Ich probiere mal noch einen schönen Move raus für euch. Mal sehen, ob der klappt hier. Ja, machen wir einen Move. Was geht ab, Mann? Was dann? Chris bei mir. Könnt ihr euch vorstellen, wenn es denn daheim hab's? Da geht was. So, Iris, sag's noch was zum Schluss. Tschüss, schön war's, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja. Christoph. Ciao zusammen, danke vielmals. Sind wir noch online? Ja. Hey, danke vielmals fürs Zuschauen und ja. Ja, was soll ich sagen? Es war super mit den ganzen Leuten. Einzigartiges Erlebnis und ich habe schon wieder aufs Mikrofon geschaut, statt in die Kamera. Aber das ist halt einmal so. Also hey, danke vielmals fürs Zuschauen. Genießt den Abend noch und immer schön gesund bleiben. Tschüss.